begrüße euch zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Mittwoch. Trainer René Riedlewitz hat Platz genommen, kommt quasi mit kleinen Umweg wieder direkt vom Trainingsplatz. Wir wollen es mal ein bisschen anders handhaben und nicht aufzählen, wer alles nicht kann, sondern uns mit dem beschäftigen, die können und wo die Schwerpunkte liegen vor dem Spiel gegen Kiel. Und da kann René jetzt ein paar Sätze zu sagen, um dann eure Fragen zu beantworten. René, wie sieht's aus? Ja, hallo erstmal. Also wir haben das Spiel wie immer analysiert, haben geguckt, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht. Und an den Sachen, die wir nicht gut gemacht haben, haben wir jetzt gearbeitet, so wie das der normale Ablauf ist. Das heißt, in dem Spiel, wir haben sicherlich Probleme gehabt im Ballbesitz, Fußball zu spielen und auch ja, nach Ballverlust haben wir zu viele Dinge zugelassen und deswegen haben wir gestern Passen, Dribbeln, alles was zum Spielen dazugehört, geübt und heute haben wir das Zweikampfverhalten dabei gehabt, heute Nachmittag dann auch nochmal, haben jetzt nutzen die Zeit halt bis zum Spiel, haben gestern einmal trainiert, heute zweimal, morgen zweimal, am Mittwoch früh nochmal, um halt ja, so viel wie möglich zu üben, damit wir dort ein vernünftiges Spiel machen können. Gut, dann kann es schon losgehen mit deinen Fragen, wer möchte. Also einmal Sonntag, zweimal heute, zweimal morgen, klingt nach relativ viel Intensität in der englischen Woche. Täuscht das? Ist das irgendwie anders oder speziell angepasst jetzt auf die neue Situation? Genau, also es hat mit der Situation nichts zu tun. Wie gesagt, wir wollten die Zeit nutzen, um halt weiter zu üben und die Belastung hängt ja immer von der Intensität ab. Und da achten wir schon darauf, dass die Spieler am Mittwoch natürlich frisch sind, weil das ist das Hauptziel, dass die Spieler am Mittwoch frisch sind und fit sind im Kopf und optimistisch sind und dass man das Spiel angeht vernünftig. Man kann ja auch sogar üben, ohne zu schwitzen. Oder wenig. Okay. Was können Sie denn der Mannschaft jetzt in dieser kurzen Zeit dann noch mit auf den Weg geben? Oder was kann man außer zu trainieren, ist ja, glaube ich, viel auch eine Kopffrage im Moment, die Situation. Was kann man da von der Seitenlinie aus Ihrer Sicht da noch bewirken, auch vor dem Hintergrund, dass ja, möglichen Nachfolger schon gesprochen wird, also Sie als Interimslösung da agieren am Spielfeldrand? Naja, man kann ja üben. Also das ist ja das Wichtigste. Also Fußball ist ja auch nicht so kompliziert. Man macht Dinge verkehrt und die versucht man dann besser zu machen. Und das ist das Ziel bis Mittwoch. Und alles andere ist letztlich nicht wesentlich. Vielleicht ist es auch im Moment zu sehr eine Kopfsache und es muss auf jeden Fall mehr wieder eine Herzsache werden. Und weil zum Fußball gehört ja nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz und die Leidenschaft. Und das, das müssen wir bis Mittwoch so hinbekommen, dass da die Post abgehen kann. René, du bist ja Seite an Seite mit Stefan gegangen die letzten Wochen, Monate. Du hast jetzt zwar aufgezählt, was ihr alles trainiert habt, geübt habt, wie ihr sagt. Was ist denn vom Grundsätzlichen? Wo siehst du denn das einen Unterschied? Oder wo du sagst, so, jetzt bin ich voll verantwortlich, ich mache das jetzt so, weil ich glaube, das ist das Richtige. Die Ansprechhaltung, die situationsorientierte Sache, also dass man in diesen anderthalb oder zwei Stunden, was machst du anders? Also die konkrete Frage sein, gänzlich anders, als es noch in der letzten Woche der Fall war, gemeinsam mit Stefan. Also ich denke, es ist wichtig, nicht viel anders zu machen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das war sehr vertrauensvoll. Unter vier Augen, wie gesagt, bin ich auch sehr dankbar, konnte immer meine Meinung äußern und wir haben alles ausdiskutiert. Klar, er ist der Chef, er hat eine Entscheidung getroffen. Das war auch eine richtig gute Zeit für mich und auch sehr lehrreich. Also ich konnte wieder ein bisschen was dazu bekommen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich denke, jetzt gerade ist es eben wichtig, nicht so viel anders zu machen, sondern wirklich beim Fußball zu bleiben und sich genau um die Sachen kümmern, wie man das vorher auch gemacht hat, die man nicht so gut gemacht hat. Ich habe trotzdem die Frage, kommt aus unserer reichhaltigen Verletztenliste doch jemand in dieser Woche noch dazu, also jetzt am Mittwoch gegen Kiel und dann in Magdeburg, oder bleibt das im Moment? Wären das alles, wie ich jetzt neulich schon Langzeitverletzte? Nee, es sind keine Langzeitverletzten, sondern es ist so, dass unsere medizinische Abteilung, unsere Physiotherapeuten und Ärzte, das wie immer sehr, sehr gut arbeiten, die da Tag und Nacht, um halt wirklich den einen oder anderen noch jeweils für diese Spiele fit zu bekommen, so schnell wie möglich.
Aber Sie rechnen nicht mit, dass jemand diese Woche schon dazukommt. Vielleicht, ich denke, rechne schon damit, dass der ein oder andere dazukommen wird. Danke. Aber die, die da sind, sind auch in der Lage, das Spiel am Mittwoch zu gewinnen. Sehr gut sogar in der Lage. Wie muss man denn das Spiel gegen Kiel angehen? Sie sind auch nicht sehr erfolgreich in diesem Jahr, kann man sagen. Vorher haben sie noch im Aufstieg mitgespielt. Ist das besonders schwierig oder hast du da schon einen Masterplan im Kopf, wie man, wie du sagst, die sind in der Lage, das Spiel zu gewinnen, wie das eben auch Realität werden kann? Ja, auf jeden Fall machen wir uns da ja Gedanken und haben auch schon die Ideen gesammelt, die wir dann am Mittwoch umsetzen wollen. Letztlich beschäftigen wir uns aber, klar, man bereitet sich auf den Gegner vor, man ist informiert über den Gegner, aber das Allerwichtigste wird sein, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren und dass wir dort einen sehr, sehr guten Auftritt hinlegen. Ne? Sagen wir jetzt unabhängig vom Ergebnis, unabhängig, sagen wir, von der Spielweise, ist es wichtig, dort einen sehr, sehr guten Auftritt hinzulegen. Das heißt, die Körpersprache muss stimmen und die Einstellung muss stimmen. Und es muss marschiert werden. Und das sind die Grundvoraussetzungen für dieses Spiel. Und die haben wir alle selber in der Hand, ohne dass man sich mit dem Gegner beschäftigt. Ich habe mal nachgefragt, was macht denn den Gegner aus, was macht Holstein Kiel aus? Naja, Kiel spielt sehr mannbezogen Fußball. Das heißt, es ist für uns eine gute Gelegenheit, zu zeigen, wer dieses Spiel mehr gewinnen möchte. Ich stelle mir die Situation für dich selber nicht ganz so toll vor, als Zwischenlösung hier zu agieren. Mitunter sind so die Co-Trainer auch die gewesen, die nachgerückt sind und wenn sie es gut machen, dann durften sie bleiben oder so. Ne? Haben wir auch schon solche Fälle hier mit erlebt. Machst du dir diese Hoffnung oder beobachtest du die Szenerie, die sich ja rund um den Verein in diesen Tagen oder Stunden noch abspielt, auch mit Distanz und sagst, na gut, Hauptsache am Ende, wenn ein Neuer kommt, der hält mich auch als zweiten Mann an der Seite dann? Oder wie stellst du dir das so vor? Also ich muss sagen, weder noch. Also wie gesagt, ich beschäftige mich nur mit diesem Spiel jetzt. Und das ist das Allerwichtigste. Es geht ja nicht um mich oder was aus mir wird oder was kommt oder sonst. Es geht nur darum, dass wir als Mannschaft und halt auch als Verein dieses Spiel hundertprozentig in Angriff nehmen. Ja, und ich bin ja grundsätzlich, habe ich den Fußballlehrer gemacht, um den Leuten, also um den Spielern zu helfen, besser zu werden und auch der Mannschaft zu helfen, besser zu werden. Und das kann man als Trainer und als Co-Trainer. Wolltest du was fragen? Ja, vielleicht jetzt. Am Wochenende sind ja nun schon einige Namen gefallen. Was hat es denn mit den Personalien Wollitz, Merinta und Predaric als Nachfolger auf sich? An wen ist jetzt die Frage? An mich? Oder die können wir nicht beantworten, die werden wir auch nicht beantworten. Ja, da kommentieren wir jetzt mal nichts, es sind so viele Namen gefallen, da warten wir mal. Okay, dann vielleicht eine andere Frage. Am Wochenende wollte sich Herr Krämer vielleicht noch nachträglich vom Team verabschieden. Ist das schon stattgefunden und wie war die Atmosphäre in der Mannschaft? Naja, die sind wir auf die falschen Ansprechpartner. Also der war zumindest nicht hier und konnte sich nicht von der Mannschaft verabschieden. Soweit ich weiß, habe es auch irgendwo gelesen, hatte das telefonisch getan, ja. Irgendwo stand es zumindest. Wir haben auch telefoniert noch länger und da hat er mich gebeten, dass ich ein paar Worte an die Mannschaft richte. Und es war einfach der Fall, dass wir Samstag ja, da wir nachts erst wiedergekommen sind und nach dem Spiel schon ausgelaufen haben, also quasi in Aue trainiert haben, dadurch war der Samstag dann frei. Und er hat gesagt, dass ich schöne Grüße ausrichten soll und er hat mit Einzelnen aus dem Mannschaftsrat auch noch gesprochen gehabt in der Nacht. Dass er dann aber nochmal vorbeikommt, die Jungs nochmal einlädt auf ein Bierchen und sich dann vernünftig auch von denen verabschiedet. Gibt es noch Fragen? Gut, dann scheint alles geklärt zu sein. Vielen Dank, wir sehen uns am Mittwoch. Drücken Sie Daumen. Bis dahin. Ciao.